typisch Rüde oder typisch Hündin. Habt ihr das auch schon mal gehört? Viele finden, dass bestimmte Verhaltensweisen dem Geschlecht entsprechen. Aber ist das auch so? Eine klare Sache vorweg. Nicht alleine das Geschlecht entscheidet über das Verhalten und den Charakter eures Hundes, sondern vielmehr die Rasse, die Sozialisierung und vor allem eure Erziehung. Aber Rüde ist trotzdem nicht gleich Hündin. Der Hund stammt vom Wolf ab. Da ist der Rüde fürs Revier verantwortlich, hält das Rudel zusammen, verteidigt seine Position. Die Wölfin unterstützt bei der Jagd und sorgt für ihre Welpen. Das stimmt. Die Unterschiede zwischen Rüde und Hündin sind aber tatsächlich gar nicht so groß. Man könnte vielleicht ableiten, die weiblichen Tiere sind durch ihre Aufgabe zur Reproduktion für die Natur etwas wertvoller, weshalb die männlichen Tiere eher in eine körperliche Auseinandersetzung gehen. Daher gehen Rüden vielleicht eher mal auf Konfrontationskurs, aber auch Hündinnen können ziemlich zickig sein. Der Rüde ist im Vergleich zur Hündin gleicher Rasse größer, muskulöser und schwerer. Vielleicht habt ihr schon erlebt, dass eine Hündin anders ist, wenn sie läufig ist. Und auch Rüden können sehr hormongesteuert sein. Alle geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen werden natürlich durch Hormone ausgelöst und verstärkt. Eine Kastration nur wegen einer unerwünschten Verhaltensweise ist allerdings nicht zulässig, da hier kein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes vorliegt. Zudem muss dringend zwischen hormonell bedingtem und erlerntem Verhalten unterschieden werden. Denn nur bei hormonell bedingtem Verhalten führt eine Kastration überhaupt zu Abhilfe. Lasst euch hierzu von eurem Tierarzt ausführlich beraten. Ihr seht also, das Geschlecht sollte keine Rolle spielen. Hauptsache, der Hund passt zu euch. Also entscheidet selbst und bis bald auf unserem Kanal.